werden die Influencer in eine bestimmte Ecke gedrängt, wo sie sich nicht wohlfühlen und zu bestimmten Handlungen praktisch gezwungen. Paulina bricht nun ihr Schweigen. Die Influencerin hat eine unglaubliche Reichweite. Viele Fans schauen ihre Story jeden Tag an. Und klar, wird sie von vielen bewundert. Auch ihr Aussehen spielt eine wichtige Rolle. Manche wollen die gleichen Lippen haben oder werden ermutigt, beim Doktor etwas zu verändern. Einige wollen einfach nur die gleichen Kleider und vieles mehr. Doch die Influencerin betont, dass es oft echt anstrengend ist, denn sie steht unter Druck, ständig perfekt zu sein. Erst neulich war sie in der Türkei und hat sich operieren lassen. Dafür gab es Kritik. Doch sie behauptet, dass es nur zu solchen Eingriffen kommt, weil sie praktisch in diese Ecke gedrängt wird. Und wenn sie es macht, wird sie kritisiert. Das wirkt wirklich sehr kompliziert. Und das Kind schneiden können, aber ich persönlich finde es einfach nicht schön. Es gefällt mir nicht. So, oder anderes Beispiel, wie oft ich lese, oh mein Gott, du hast voll die große Stirn, du hast voll die große Stirn und so Sachen. Also, auf der einen Seite möchten die Leute, dass alle natürlich sind und dass jeder so aussieht, wie er aussieht. Auf der anderen Seite machen sie die Leute fertig für Sachen, wofür sie nichts können, um sie dann am besten so weit zu treiben, dass sie so krasse Komplexe bekommen, dass sie das dann machen lassen, um sich dann wieder beschimpfen zu lassen, dass sie Komplexe haben und etwas an sich haben machen lassen. Kommt mal klar, wirklich, kommt mal klar. Ich sag euch ehrlich, ich möchte gar nicht wissen, wie viele durch Social Media alleine so krass in Komplexe reingetrieben wurden mit Sachen, die sie vielleicht vorher nie gesehen haben, dass sie dann wirklich überlegen, etwas machen zu lassen, beziehungsweise dann etwas machen lassen, um sich dann hinterher anzuhören, dass sie ja Komplexe haben und fake sind und all diese ganze Kacke. Das ist so gestört, das müsst ihr, also wirklich, macht euch mal darüber Gedanken. Beispielsweise, ich krieg so oft, also erstmal, meine Brüste, was euch sowieso gar nichts angeht, meine Brüste sind gemacht. So, ich habe das extra so gemacht, dass sie sehr natürlich sind. Meine Brüste hängen nicht, die sind einfach nur von Natur aus. Hier, der Abstand vom Schlüsselbein zum Nippel ist einfach ein bisschen weiter unten. Nur mal, um dem einen oder anderen anatomische Nachhilfe zu geben. Das ist halt einfach so, weil ich bin ein Mensch. Und ja, ich hätte mir die Teile